Ja, willkommen zum LSC-TV. Heute in ganz neuer Konstellation. Dennis, wir kennen ihn alle und hat jetzt Verstärkung bekommen durch den Philipp Schiefer. Schiefer, du bist zurück, du warst lange Zeit in München. Wie ist so dein Eindruck? Ja, also ich freue mich erstmal super, dass ich wieder hier bin, wieder zur Mannschaft dazugestoßen bin und hoffe, dass ich die Mannschaft natürlich unterstützen kann. Du hast ja letzte Woche das Spiel schon miterlebt in Laichlingen. Wie war so dein Eindruck? Ja, also ich stand auf der Tribüne und das war einfach der Wahnsinn. Also die Emotionen, die da rüberkamen von den Fans, von der Mannschaft, überragend einfach. Ja, jetzt haben wir letzte Woche den ersten verlustpunktfreien Gegner schon geschlagen. Jetzt wartet am Wochenende der zweite, Dennis. Jetzt geht's gegen Friedenberg, Tabellenerster. Wir kommen, glaube ich, 400 Kilometer, müssen hier anreisen. Was ist so dein Eindruck? Wie war die Woche? Was sind so die Erwartungen? Ja, die Woche war sehr gut. Wir haben sehr gut agiert, sehr gut trainiert und waren fleißig. Und ich denke, wir nehmen die Rolle als Außenseiter wie immer sehr gerne an. Sollen sie erstmal kommen. Und dann sehen wir da weiter und gucken, was wir da leisten können. Ich denke mal, da ist einiges drin, wie immer halt. Ja, ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Das heißt, Hölle Chorweiler, alle sollen vorbeischauen und uns anfeuern. Und dann werden wir auch die zwei Punkte hier behalten. So sieht's aus. Ja.